Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier zum Landwirtschaftssimulator mit dem Ice Dragon. Und dem Bio hier auf MyGoHazard TV. Wunderschön. Letzte Folge hatten wir uns ein bisschen über Space Engineers unterhalten. Ja. Und wir waren aber noch nicht fertig gewesen. Ja, also wie gesagt, da gibt es jetzt Bäume auf dem Planeten und... Nee, noch nicht, aber es soll. Aber ich frage mich, wann wird das Spiel irgendwann mal fertig? Ich meine, solange jemand immer wieder neue Ideen hat, wird das Spiel nicht fertig. Das ist der Punkt. Ich meine, ich finde das nicht mal schlimm, dass das Spiel nicht fertig wird. Immer wieder, weil es ist ein gutes Nicht-Fertig-Werden, weil immer wieder gute neue Sachen dazukommen. Es ist ja nicht so wie andere unfertige Spiele, wo nie was Neues kommt und die werden noch nie fertig, so nach dem Motto. Da kommt ja wirklich jede Woche immer wieder ein Update, es kommt immer wieder mal irgendwas Neues dazu. Ne? Jetzt gibt es zum Beispiel, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt letzte Woche, ja. Kam dazu Upgrade-Module für Assembler und also für die Montieranlage und für die Raffinerien, damit du die Effizienz entweder steigern kannst oder den Energieverbrauch senken kannst oder sowas alles. Mhm. Kannst du hinten ranklatschen, ist so ein Zusatzmodul, so nach dem Motto. Diese Woche, jetzt gerade heute, Update habe ich geladen, kam ein Update, ein Upgrade-Modul für die Gyroskope dazu. Ah. Gerade für große Schiffe sehr interessant, also nur für große Schiffe, glaube ich. Naja, gut. Ja, aber wie gesagt. Also, jetzt kommt immer hier was Neues dazu. Es ist ja nicht so, dass das Spiel auf dem Stand bleibt, wo es ist. Wir arbeiten ja immer dran. Aber ich finde es halt ein bisschen... irgendwann wird es dann auch mal sehr, sehr eintönig. So meine Meinung. Ich finde gerade dieses, dass immer wieder was Neues dazukommt, finde ich gerade sehr spannend, weil dadurch ist man oftmals hier bei einigen Sachen auch immer wieder gezwungen, das, was man schon gebaut hat, immer wieder mal umzubauen. Ja, hätten wir die Raumstation schon fertig gehabt, als jetzt Sauerstoff dazu kam, hätten wir die wieder erweitern müssen. Hätte in jeden Raum zum Beispiel wieder eine Lüftung hätte reinkommen müssen. Auch die Tanks halt, der Generator, ne? Ja. Sowas alles. Man muss dann halt jetzt zum Beispiel, wenn wir diese Upgrade-Module für die Raffinerien benutzen wollen, ja, müssen wir die Raffinerien umsetzen. Oder die Wand dahinter verschieben. Weil die kommen hinten an die Raffinerie ran. Hinten ist bei uns aber dann noch nicht, aber hinten ist bei uns dann eine Wand. Tja, das ist schon. Ja, wie gesagt. Halt so. Umbauen, ne? Man ist halt gezwungen, immer wieder was zu machen, wenn man das weiter geändert haben will, so nach dem Motto. Und ich finde das also nicht schlecht, eigentlich. Ich finde das gut. Ja, wie gesagt, für manch einen ist es auch, aber wie gesagt, so. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe schon, ich sag mal, jetzt interessantere Spiele gespielt, so ganz vorsichtig. So. Wie gesagt, Space Engineers ist wirklich jetzt nicht schlecht, ist genauso. Es hat halt keine Story. Es ist halt mehr oder weniger aktuell, sind zwar jetzt schon ein paar Missionen drin, aber es ist an sich ein reines Sandbox-Spiel. Im Online-Multiplayer macht das sicherlich noch mehr Spaß, weil man dann wirklich Fraktionen bilden kann. Mhm. Man kann dann wirklich sagen, okay, das ist eine Fraktion, das ist die andere Fraktion, oder man kann auch noch mehr Fraktionen machen, die können sich dann auch gegenseitig bekriegen oder wie auch immer, ne? Dann kommt noch mal so ein Action-Part rein, wirklich, wenn man sich wirklich dann Waffen an den Schiffen hat, die du ja an deinem Kampfschiff rangesetzt hast. Du hast ihm noch keinen Namen gegeben, ne? Deswegen heißt eine Folge, die ich schon gerendert habe, die jetzt auch demnächst bald kommen wird oder schon erschienen ist, wenn die kommt, ist sie wahrscheinlich schon da gewesen. Wahrscheinlich, ja. Heißt sie einfach nur Bios Kampfschiff, weil kein Name. Kein ja? Name. Tja. Bios namenloses Schiff quasi. Naja, jedenfalls. Genug von Space Engineers, wir sind ja jetzt hier beim Landwirtschaftssimulator. Ja, keine Ahnung, welche Folge das ist, aber wir sollten schon so gehen, auf die 140 ankommen. Das Ding ist, ich meine, wir können es ja vorsichtig, ja langsam, mal sicher mal ansprechen hier. Und zwar hatten wir vor zig Folgen schon mal irgendwie mal erwähnt gehabt, dass wir uns ja ein Ziel gesetzt haben hier zum Landwirtschaftssimulator. Und auch, ich sag mal, auch wenn der Farmexperte floppt, wollen wir das Let's Play vom Landwirtschaftssimulator jetzt nicht ausnuddeln. Ich meine, bis ins Unermessliche treiben. Ich meine, das haben wir jetzt schon eigentlich gut bewiesen, dass wir das können, denn wir sind, wie gesagt, schon bei Folge fast 140 oder so. Ist natürlich schon eine Hausmarke. Ja. Für ein Let's Play 140 Folgen, währenddessen waren noch Stunde bei gewesen, halbe Stunden Folgen. Und
Die erste Folge war sogar schon alleine 40 Minuten, also ist schon ein bisschen Zeit. Ja. Mhm. Und ich meine, jetzt werden viele wahrscheinlich aufheulen. Wie gesagt, auch wenn der Farmexperte floppt, wir haben eigentlich soweit hier alles gezeigt gehabt. Das hatten wir euch ja in der letzten Folge oder diese Folge, nee, in der letzten Folge haben wir uns gerade darüber unterhalten, dass wir ja nicht immer nur noch über den Landwirtschaftssimulator so an sich sprechen brauchen, weil wir haben ja eigentlich soweit alles gesagt, wir haben alles gezeigt. Notfalls zeigen wir vielleicht noch mal jetzt in den letzten Drittel oder in den letzten nächsten Folgen eventuell können wir es ja noch mal zeigen, vielleicht das ein oder andere. Aber wir haben uns jetzt, also ich glaube, ich habe mit dir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ja, mehr oder weniger. Wir haben uns unser Endspurt vom Landwirtschaftssimulator jetzt auf Folge 150 gelegt. Also das heißt, Folge 150 ist das große Finale hier vom Landwirtschaftssimulator 15. Was jetzt aber nicht heißen muss, dass das jetzt für immer vorbei ist. Für immer. Nö, genau. Denn, wie gesagt, der Oktober müsste auch bald kommen. Rein rechnerisch müsste der bald kommen. Der Oktober? Ja. Das ist ein Jahr Landwirtschaftssimulator. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute oder uns Spieler jetzt, ich sag mal so, ins Blaue reinlaufen und einfach sagen so, nö, ist nichts. Weil denn bei Landwirtschaftssimulator 2013 war es so gewesen, dass dann das Titanium-Update kam. Das heißt, neue Karten, neue Fahrzeuge und hast nicht gesehen. Kann ja hier eventuell wieder der Fall sein. Mal gucken. Dass man da vielleicht denn sich nochmal ransitzt und sich doch vielleicht nochmal die neue Karte zum Beispiel, weil beim Titanium-Update ist ja dann auch die neue Karte erschienen, Westbrook Chills, die es ja auch hier gibt. Mhm. Aber so an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir hier durch. Wir haben zwar jetzt nicht den besten und den tollsten Ernter, wir haben nicht den größten... Wir haben nicht den besten Fuhrpark allgemein, also... Das würde sich jetzt aber alles zu sehr noch in die Länge ziehen. Und wie gesagt, ihr merkt es ja jetzt nun auch langsam, dass ja wirklich jetzt, ich sag mal so, gesprächsstofftechnisch jetzt wir ja schon so komplett vom Landwirtschaftssimulator jetzt ja abschweifen. Fast komplett, ja. Mhm. Weil es gibt halt nichts mehr zu sagen. Auch wenn, wie gesagt, Folge 150, gebe ich jetzt hier offiziell mit bekannt, ist die letzte Folge vom Landwirtschaftssimulator von uns. Gibt natürlich auch wieder ein Special. Wie gehabt, natürlich. Und dann können wir gerne mal ausprobieren, ob wir hier auch mehr als zwei Leute hier einladen können. Denn ich denke mal, Simulator, Hoshi, Mike, die machen bestimmt mit. Leon Ziller bietet sich auch schon ständig an, der will auch mitmachen. Ich weiß nicht, ob Mike das JCB-Dings hat, ne? Ja gut, wir können irgendwo anders spielen, auf irgendeiner anderen Karte. Ja, mir ist egal wie. Deswegen nur, dass ihr... Ich kaufe überall Kühe, egal was ist. Ey, könnten zum Beispiel... Ich war Mai, kennst du ja das Problem, ne? Ich hoffe, die leben noch, die Kühe, wenn ich verhungert bei dir. Ja, Mike ist nur mit anderen Sachen beschäftigt. Dann ist ja nun mal Project Cars ja erschienen für PlayStation 4. Und den hat er noch so im Battlefield. Also er hatte ein bisschen was zu tun. Nee, wie nicht vom Thema hier ablenken, eigentlich so, muss man ganz ehrlich sagen, eine traurige Folge. Denn wie gesagt, das Ende vom Landwirtschaftssimulator steht hiermit jetzt offiziell fest. Folge 150 ist die letzte große Folge hier vom Landwirtschaftssimulator. Allerdings, wie gesagt, es heißt nicht, dass es für immer die letzte sein wird hier bei unserem Kanal. Wer weiß, was noch so für DLCs kommt. Vielleicht kommt ja doch noch spontan ein neuer Super-DLC raus, den man dann nicht angucken will. Aber jetzt ja, wegen, ich sag mal, jetzt wegen dem Fahrzeug fange ich jetzt nicht nochmal ein neues Let's Play an, jetzt mit dem Landwirtschaftssimulator. Ich werde wahrscheinlich zeigen, so an sich. Das kann man ja gerne mal machen. Mhm. Aber das Einzige, was mich jetzt noch reizen würde, wäre jetzt eine neue Karte. Ja. Aber da heißt automatisch wieder komplett von vorne anfangen. Genau, richtig. Und ja. Das ist übrigens allen, die bei uns mal dabei waren, im Let's Play hier sagen kann. Und sie, also wer dabei war und sich bei uns auf der Seite im Forum registriert, ja, ja, der kriegt einen ganz speziellen Rang von mir verpasst. Also, AMQ, falls du das schon mitgekriegt hast, und zum Lade heute genau dasselbe. Ihr habt einen speziellen Rang bei mir bereits bekommen, den habe ich euch schon zugewiesen. Habt ihr schon. Ihr seid jetzt nämlich habt jetzt den Rang des MHD Video Gast. Ja, das ist ein Spezialrang, den kriegen natürlich nur die halt bei uns Gast waren.
Echt, ja? Ja. Weiß ich gar nicht, Bild, so nicht. Und das Bild dazu, bei uns unterm Bild, du hast aber noch kein Bild drin. Nö. Bei uns unterm Bild steht ja Administrator. Ja. Ne? Bei euch steht dann VIP drunter. Hm. Ja? Also ihr seid alle die VIP-Gäste. Alle anderen Neuregistrierten haben Newbie drunter stehen. Mhm. Und danach in bestimmten Post-Anzahl kriegt ihr dann Sterne dazu. Aber ansonsten, ihr kriegt keine Sterne, ihr seid von Hause aus VIP. Ja, ja, kann man so machen. Ja. Habe ich euch auch schon eingerichtet, falls ihr es, solltet ihr wahrscheinlich schon bemerkt haben, ehe die Folge kommt, ist ja ein bisschen hin noch. Ja, geh mal stark davon aus. Ja, aber wie gesagt, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid hier so über den Landwirtschaftssimulator 15. Genau, ich meine, man merkt auch schon wirklich, dass die Zahlen wirklich jetzt so runtergehen. Die Zuschauerzahlen, also ich glaube, wir sind jetzt sogar schon unter 30 jetzt gesunken. Ich meine, bei 150 Folgen kann ich es verstehen, ich glaube, so ein langes Let's Play hätte ich mir auch nicht angeguckt. Nee, irgendwann reicht es dann. Zumal ja nichts Neues mehr kommt, wir machen immer dasselbe. Naja. Und von daher ist für uns auch wirklich eine schwere Entscheidung. Also gerade für mich ist es schon so ein bisschen, wo ich sage, so eigentlich will ich es ja gar nicht, weil das Spiel macht ja trotzdem Spaß. Man will es ja trotzdem zocken. Na, wir können es ja für uns trotzdem mal zocken, aber noch. Wir müssen es ja nicht aufnehmen. Ja, so, ja, nee, aber da kann ich auch was anderes zocken. Wir müssen aufnehmen. Also, nein. Nein. Ich habe so viel Arbeit in die Viecher reingesteckt, ja? Hallo, was soll ich denn sagen? Ich habe jetzt echt 150 Folgen in den Feldern drin gesteckt hier. Ich Fischer, hallo, ja. Ich Fischer. Naja, müssen wir gucken. Ich sag, also auf jeden Fall, auch wenn es mit dem Farmexperten nicht wird, wenn, dann ist es sowieso, wenn also, es damit nicht wird. Also ich sag mal, es kann ja schon sein, dass wir jetzt schon abgesetzt haben, wenn die Folge online kommt. Ja, wer weiß, ja. Werdet ja sehen, wie gesagt, wir haben ja notfalls auch noch... Das fängt ja gar nicht erst an, wenn der Multiplayer nicht funktioniert. Oder so, ja. Das weiß ich, keine Ahnung. Aber wir haben ja Space Engineers und wir werden uns bemühen, dass wir noch vielleicht, weil es wirklich alles in die Hose geht, dass wir noch ein anderes Let's Play finden, wo wir uns dann wirklich noch ein bisschen mehr noch einsteigern. Weil ich fand, wo wir diese ganzen Videos hatten hier, mit den ganzen, Life is Feudal, was war noch, Savage Lands, City Skylines und, wie sie alle heißen. Wir hatten ja nur ein paar Let's Plays. Mhm. Das waren irgendwann zu viele. Und ich möchte eigentlich eher gerne Qualität statt Quantität. Ja. Genau, finde ich auch, es ist wichtiger, ja. Lieber gute Let's Plays und dafür weniger. Als genau. Deswegen sage ich auch bei mir bei Banished, ich gucke, dass ich eine Folge schaffe. Wenn halt nicht, dann kommt halt mal keine. Aber ich habe halt keinen festen Plan, habe ich euch auch in der ersten Folge schon gesagt. Ich mache einfach so, wie ich es schaffe. Und dann ist gut, so nach dem Motto, finde ich auch sinnvoller. Da kann ich mir auch in Ruhe überlegen, wenigstens, was ich euch zeige, so nach dem Motto, was ich mache in der Folge. Tja, ja, deswegen auch da nicht sauer sein, dass jetzt so wenig Let's Plays jetzt, sag mal, online sind. Aber wir wollen halt wirklich, dass, wenn wir jetzt wirklich ein neues Projekt anfangen, wir da auch wirklich dahinter stehen zu dem Let's Play, was wir machen. Zumal ich auch denke, ihr habt am Tag bestimmt auch noch andere Sachen zu tun, als euch nur YouTube-Videos anzugucken. Richtig, ja, gehe ich auch davon aus, ja. Wenn jetzt zum Beispiel am Tag hier 4 verschiedene Let's Plays online kommen, alle 15 Minuten eine Stunde weg. Mhm. Wenn ihr euch die wirklich zu Ende anguckt, was ich ja davon ausgehe, dass ihr euch zu Ende anguckt. Also ich muss gerade sagen, dass ich selber gerade ein Let's Play gucke zu Legend of Grimrock 2. Okay. Und ich sag mal, er ist jetzt nicht so super toll, gut, ja. Ich meine, er macht zwar toll und hast nicht gesehen, ne? Aber dieses Spiel ist so dermaßen fesselnd, da guckst du dir dann wirklich mal auch mal eben schnell so 4-5 Folgen am Stück an, ja. Weil du ja, bist klar, denn, du bist dann so schon, dahinter, denn, ne? Ich hab mir auch schon Let's Play-Videos angeguckt. Jetzt zwar nicht immer so gezielt von einem bestimmten Spiel, so dauernd immer wieder nach dem Motto, ne? Ja. Aber ich habe mir auch schon durchaus was angeguckt. Jetzt gestern habe ich erst was geguckt zu Space Colony Steam Edition. Nein, das sieht mir zu doof aus. Das ist alt. Es ist alt. Einfach. Es ist halt, hat sowas von Sims so ein bisschen. Es ist einfach nur alt. Aber ich bin zufällig darauf gestoßen, dass ich mal absolut zu Ende angeguckt, gebe ich zu, aber war auch eine halbe Stunde. Ich habe mir, glaube ich, 20 Minuten davon angeguckt. Ne? Du hast hier kein Video zu Ende gehabt. Hast du uns einen Daumen nach oben gegeben? Ja. Da bist du aber sehr freundlich.
Abo habe ich nicht gemacht, aber. Aber das war sowieso geil gewesen. Aber da unterhalten wir uns in der nächsten Folge drüber. Wie gesagt, die letzten Folgen so praktisch jetzt vom Landwirtschaftssimulator sind jetzt angedeutet. Also die Uhr läuft jetzt, demnach sehen wir uns dann in der nächsten Folge hier wieder zum Landwirtschaftssimulator 15. Bedanke mich fürs Zugucken, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.